Moinere Leute, ja, ich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video. Wir haben große News bekommen, Breaking News, und zwar haben wir schon die Part 2 LR-Banner zum 8th Anniversary auf JP mitgeteilt bekommen, was richtig cool ist, und auch die Part 2 Easy Ace. Also würde ich sagen, springen wir am besten einfach mal rein und gucken uns hier mal so einen kleinen Sneak Preview an. Und zwar haben sie ein Video gepostet auf Twitter, auf dem japanischen Twitter von Dokkan Battle. Und zwar, ja, handeln sie da den ein oder anderen Punkt ab. Unter anderem gibt es voraussichtlich einen Burst Mode mit Openings, was sehr cool ist. Sie sprechen auch über die neue Link Level Stage und, und. Aber jetzt kommen wir direkt zu dem Brecher. Ich möchte euch gar nicht lange auf die Folter stellen, deswegen springen wir direkt rein in die Part 2 Banner. Ihr seht schon, es sind Doppel-Carnival-Banner. Finde ich persönlich gut. Gutes Format, Doppel-Carnival, bin ich fein mit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut werden die Part 2 LRs sein? Was werden die Part 2 LRs sein? Da kommen wir gleich zu sprechen. Aber wenn ihr jetzt mal auf die Banner guckt, dann sehen die insane aus. Der rechte Banner, Merge Samas, eine Unit, die ich sehr, sehr gerne spiele. Kaio und Goku kann man immer noch hier und da mitnehmen. Dann haben wir den Carnival Festival Tech Super Saiyan Goku. Und wir haben LR Tech Goku Gohan. Tech Goku Gohan ist auch okay. So ähnlich wie STR Kaio und Goku. Aber an sich, der Banner Value ist auf jeden Fall gegeben. Ganz cool. Ganz cool. Da wird es natürlich noch ein bisschen mehr geben. Ich glaube, das sind insgesamt 7 LRs. Genau, 7 LRs. Und dann müssten es 3 Random Units sein. Also keine Dokkan Festival oder sowas. Der linke Banner hingegen, cool, wir haben LR Gale, Golden Freezer und Metal Cooler, aber der Banner überzeugt mich jetzt nicht so heftig. Vor allem ist da auch ein Gohan Kid, hä? Kommen wir jetzt mal zu den Units zu sprechen. Okay, diese Units sind beides Charaktere aus Openings. Es dreht sich sehr um Openings in Part 2. Ich vermute trotzdem, dass sie eine Genki-Dama-Mechanik haben werden, aber da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Broton selber hat getwittert, dass diese Charaktere von den Openings singen. Chala Hechala und Dragon Soul. Und genau, richtig. Einer von Kai, der andere von Sie. Also Gohan ist aus dem Dragon Ball Z Opening und Goku aus dem Dragon Ball Kai Opening. Jetzt gucken wir uns einmal diese Openings grob an. Also ich fliege nur mal drüber. Ihr seht in diesem Kai Opening, wo dieser Goku vorkommt, die Genki Dama. Also voraussichtlich könnte er etwas mit dieser Genki Dama zu tun haben, eventuell auch benutzen, ein Standby-Skill. Weiß man momentan noch nicht. Ich würde es mir wünschen, dass sie auch hier für diese Units ein Standby-Skill utilisieren. In diesem Opening geht es größtenteils um Saiyan Saga und um Namek Saga. Also die zwei Sagen werden hier in diesem Opening abgehandelt. Eventuell könnten wir sogar, wenn es wirklich auf dem Opening beruht, den Namek-Fight sehen, Kaioken Goku versus Final Form Freezer. Könnte ganz cool werden. Moment, wo haben wir es? Ich glaube, hier wird der Kaioken, genau. Kaioken Goku, maybe, wäre ganz cool. Also so einen Base-Goku, der Kaioken wird und dann später launcht er die Genki Dama oder so. Wäre ganz cool. Ich weiß nicht mehr ganz die Reihenfolge, korrigiert mich gerne. Aber schreibt mir mal rein, was ihr vermutet von diesem Opening, beziehungsweise von dem Charakter. Ich glaube, wir werden nicht allzu viel von Saiyan Saga sehen. Warum? Denn soweit ich das richtig erhascht habe, ich hier den besseren Look, genau, dieses Gi-Symbol spiegelt quasi die, nicht das Design-Saga wieder, sondern die Namek-Saga, also sein Gi ändert sich und dementsprechend könnte es auch damit zu tun haben, dass es der aus dem Kai-Opening Goku ist, von der Namek-Saga mit der Genki-Dama von der Namek-Saga, wäre eine Möglichkeit, also so könnte man diesen Goku einordnen. Für Gohan, Gohan ist aus dem Shala He Shala Opening, also hier seht ihr das auch einmal. Das ist quasi dieser Gohan mit seinem kleinen Schwänzchen hier und mit dem Schwert in der Hand, wo er trainiert. Was mit ihm passiert, keine Ahnung. Wird hier irgendwie die Genki Dama von Goku mit drinne sein? Also hier seht ihr auch einmal die Genki Dama von Goku. Hier fliegen sie einmal kurz zusammen im Opening. Vielleicht sieht man das auch in der Animation, dass Goku und Gohan zusammen fliegen und dann kommt es hier zu Genki Dama, wo Goku die Genki Dama macht. Ich weiß nicht genau, welche Ansicht das ist, aber dieses Opening geht größtenteils über die Saiyan Saga. Also das wird ein Saiyan Saga Version sein. Genki Dama voraussichtlich auch vorhanden. Ich bin sehr gespannt. Ist es jetzt die beste Wahl? Man weiß nicht. Ich glaube, der ein oder andere hat sich über den Kid Buu und Omega gefreut. Ja gut, ne? Gibt's halt nicht. Viele Sachen, die sehr untypisch sind. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Charaktere werden. Also erstmal abwarten und das ist für uns Global-Spieler auch gut. Wir können entscheiden, für was wir gehen wollen. Vielleicht sind die ja besser als Part 1. Maybe. Ich weiß es nicht. Kann sein, muss aber nicht sein.
Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der Goku von Namek Saga besser ist als der von DBZ. Weil dann würde ich wahrscheinlich sogar eher für diesen Namek Goku gehen. Ich fühle DBZ-Duo momentan eher gar nicht. Von dem auch, wie sie gestaltet sind. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was sie mit den Charakteren machen. Wir sollten die Infos bald bekommen und die Charaktere sollten dann am 16. droppen. Ich weiß, einige haben Bedenken mit dem World Tournament. Aber dasselbe gab es auch schon auf Global, wo die Units released sind, einen Tag bevor World Tournament gestartet hat. Also das ist eigentlich nichts Unübliches, zumindest nicht auf Global. Aber gut, was ist schon Global, ne? Genau, das sind die beiden Charaktere. Dann haben wir hier einmal die Easy Ace. Das sind die Easy Ace von Part 2. Super Saiyajin Blue Kaioken. Ich hoffe, es wird einfach der beste TOR Easy A werden. Also Super Saiyajin Blue Kaioken Goku, so eine geile Unit. Und endlich bekommt er seinen Revenge Arc. Mit seiner Genki Dama absolut busted, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann haben wir einmal hier den Spirit Bomb Absorbed Goku, den LR. Der ist ultra gut. Der wird super nützlich werden, also da, ich sehe es schon kommen. Mit seinem Rainbow Orb Change, Nuki Mechanik und sowas. Ich glaube, der kann richtig geil werden, vor allem auch als Floater. Ob er jetzt eine Slot 1 Unit wird, denke ich nicht. Aber wenn er eine Slot 1 Unit wird, dann Ende Gelände, dann Abfahrt. Das wäre ultra krank. Kommen wir jetzt mal zu Spirit Bomb Absorbed Goku. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Also er hat auf seiner Super-Attack, auf dem der 12-Key Greatly Raises Defense, ich denke, das wird auch auf seiner Ultra-Super-Attack bekommen, also die gleichen das so ein bisschen ab. Oder wenn nicht, Raise Attack in Defense, da glaube ich schon dran. Aber seine Passive ist sehr, sehr gut strukturiert. Simpel, aber ist auf jeden Fall vielversprechend. Attack in Defense plus 59% hat er momentan. Er ist ein Random Orb Changer für Rainbow Orbs und er bekommt Key plus 2 pro Rainbow Orb, den er quasi einsammelt. Er bekommt zusätzliche Attack in Defense plus 7% pro Orb, also ist ein Nuker. Das ist eventuell kritisch, also hier wünsche ich mir, dass sie das so ein bisschen umgehen, noch ein bisschen mehr die Utility-Schiene fahren. Das wäre so mein Wunsch für diese Unit. Er braucht nicht die Damage-Unit sein, sondern entweder Tank oder Utility. Eins von den Sachen, da sehe ich ihn eher, denn er hat sehr gute Partner. Und diese Partner sollte er selber utilisieren können. Deswegen wünsche ich mir ihn als eine Utility-Unit. Auf Blue Kaioken Goku, das ist ein bisschen ein kritischerer Fall. Er hat natürlich die Greatly Raised Attack Stacking Mechanik, welche super, super gut ist. Greatly Raised Defense werden sie ihm voraussichtlich nicht geben, aber braucht er jetzt auch nicht unbedingt. Vielleicht Greatly Raised Attack und Raised Defense für eine Runde, also dass er weiterhin seine Attack Stacking behält, aber für eine Runde noch 30% Defense bekommt. Oder von mir aus Greatly Raised Defense für eine Runde. Stacking glaube ich nicht dran. Sonst könnte diese Unit ziemlich schnell busted werden, aber gut. Passive Skill. Hier wünsche ich mir in seinem Kit so etwas wie Additional Attack mit 50% Chance auf Super Attack. Sowas würde ich mir wünschen und mehr Stats. Anstatt für 59% Attack in Defense Start of Turn, 159% Attack in Defense. Und dann bräuchten wir noch ein Damage Reduction oder von mir aus gib ihm Guard, was ich nicht denke. Aber etwas, womit er leichter diese ersten paar Hits abbekommen kann. Er muss 6 Hits abbekommen, damit er voll aufgebaut ist. Die sind separat kalkuliert. Aber hier wünsche ich mir ein bisschen was Defense-sicheres. 159% Attack in Defense Start of Turn und sagen wir eine Additional Attack mit einer 50% Chance auf eine Super Attack. Dann wäre die Unit insane auch Standalone. Denn das große Problem ist, auch wenn diese Unit relevant wird, hat sie das Problem, dass sie 3 oder mehr Reps of Universe 7 Charaktere im Team braucht, um diese Genki Dama zu machen. Die Genki Dama, die Spirit Bomb, war für diese Unit ausschlaggebend. Das wichtigste Tool. Das Problem ist leider, es gibt keine guten Reps of Universe 7 Charaktere momentan. So eine Shit-Scheiße, ey. Also wirklich, fühle ich gar nicht. Linkset auch ein bisschen problematisch. Tournament of Power over in a Flash. Da muss man auch ein bisschen Unterstützung liefern. Ich hätte mir gewünscht, Part 2 LR wäre ein UI-Sign. Aber keine Sorge, es wird auf jeden Fall Universe Survival Saga Buffs geben dieses Jahr. Nur sie müssen diese Unit overtunen. Sie müssen sie wirklich overtunen, damit sie noch in einem halben Jahr sehr relevant ist. Wobei, mit dem aktuellen Power Creep, denke ich, wäre das kein Problem. Das hat sich nicht viel verändert zum 8th Anniversary bisher. Also ja, gibt nicht wirklich schwierigen Content momentan. Gut, das wäre erstmal alles gewesen. Das wird es geben. Hier sind übrigens nochmal die Stats. 22.000 Attack. Also Super Saiyan Blue Kaioken Goku kann insane werden. Und ich hoffe, kranke Unit, please, 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 please. Bisschen Defense und weiter seinen Attack fördern. Das ist so mein Wunsch. Das wäre es von mir gewesen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne rein, wie sehr freut ihr euch auf diese Banner, auf die Charaktere, was denkt ihr, was sie werden können? Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ciao, ciao, haut da rein, Leute.